Und alles Weitere jetzt von meinem Hauptstadtkollegen Gerd-Joachim von Fallois. Und der hat zwei sehr spannende Gäste bei sich. Ja, so ist das. Die Abgeordneten können gleich den Bundeskanzler befragen. Er darf vorher 6 Minuten was sagen. Ich nehme an, dass er das, was schon schriftlich verteilt wurde, dann hier nochmal darlegt, dass Deutschland eben die Lieferungsgenehmigungen für die anderen europäischen Partner erteilt und selber zunächst mit 14 Leopard-Panzern dabei sein wird. Und ich habe die Möglichkeit, als Journalist heute hier zwei Abgeordnete zu fragen. Das tue ich auch gerne. Ralf Stegner ist da im Auswärtigen Ausschuss für die SPD und Florian Hahn, der vertragspolitische Sprecher der CDU-CSU. Herr Stegner, Frau Strack-Zimmermann in Ihrer Fraktion ja nicht gerade gut gelitten hat gesagt, das ist deutlich zu spät, aber unausweichlich gewesen. Wie sehen Sie es? Ich teile das Urteil nicht, sondern wir haben ja drei Ziele, dass wir die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung unterstützen, dass wir zum Zweiten dafür sorgen, dass der Krieg begrenzt bleibt und wir nicht Kriegsteilnehmer werden und zum Dritten, dass wir uns abstimmen mit unseren Verbündeten, insbesondere auch jenseits des Atlantischen Ozeans, also mit den USA. Das ist gelungen, das ist, finde ich, gut. Unabhängig von der Frage, dass ich selbst ein bisschen skeptisch bin, was das Liefern von immer mehr schweren Waffen angeht. Aber dieser Teil ist gut und all das, was behauptet worden ist über Zögerlichkeit und deutsche Isolation, ist großer Quatsch. Bei Entscheidungen von Krieg und Frieden muss man das sehr sorgfältig alles tun. Das hat der Bundeskanzler gemacht. Haben ihm manche nicht zugetraut, auch in der eigenen Koalition vermutlich nicht. Und dass er so ausgegangen ist, ist eine gute Sache. Herr Hahn, Sie sind der erste Abgeordnete, habe ich gehört, der Fragen stellen darf. Welche Frage werden Sie denn stellen? Ha, das werde ich Ihnen heute noch nicht oder jetzt noch nicht verraten, sondern das werden Sie ja dann in der Übertragung zeigen. Aber wir werden natürlich noch mal nachfragen, um die Sache auch noch mal anzuschärfen, nämlich die Frage, was tatsächlich, wie genau ist das eigentlich geplant? Erst hieß es, die Anfragen von Bündnispartnern, das wird sozusagen abgearbeitet und dann bewertet. Das würde ja ein Ja und ein Nein einschließen. Jetzt heißt es oder hört man, dass es heißt, wird sozusagen Blankoscheck gegeben. Was denn nun? Muss man mal alles sehen. Also nachschärfen, aber grundsätzlich ist es so, dass wir als Union sehr erleichtert sind, dass der Bundeskanzler und dass die SPD ihren Widerstand aufgegeben hat. Eine breite Mehrheit des Bundestages war tatsächlich schon seit Wochen und Monaten bereit, Leopard an die Ukraine zu geben und es wird höchste Zeit. Die Entscheidungen dauern zu lange, das ist die Meinung von vielen im politischen Berlin. Warum hat der Kanzler sich so viel Zeit gelassen? Letzte Woche in Rammstein wäre ja ein gutes Forum gewesen zu sagen, wir machen das jetzt so. Weil der Bundeskanzler nicht die Bühne sucht und nicht interessiert ist an flotten Fernsehauftritten und solchen Interviews mit Sprüchen, sondern weil er die Verantwortung hat. Am Ende werden die Geschichtsbücher zeigen, ob das richtig war oder nicht. Und die Bevölkerung schätzt das sehr, dass in Fragen von Krieg und Frieden Gespräche zum Beispiel mit dem französischen Präsidenten, mit dem amerikanischen Präsidenten außerhalb der Öffentlichkeit stattfinden, sorgfältig stattfinden, dass man das Ende bedenkt, dass man überlegt, was kommt danach. Wir hatten die Marder-Entscheidung, kaum war die getroffen, ging sofort die Debatte los, müssten eigentlich Kampfpanzer sein. Wie geht das weiter? Verkürzt das wirklich den Krieg? Oder gibt es nur mehr Kriegstod? Das sind ja Fragen, die man stellen muss. Und dass der Bundeskanzler so besonnen handelt, übrigens mit voller Rückendeckung der SPD-Fraktion und großer Zustimmung der Bevölkerung, das finde ich ist richtig. Und dann mögen Leute anders urteilen. Das Lärmen und das Schreien und das Versuchen zu drängen, als sei das ein Social-Media-Event, dann reden die Leute auch noch von Free the Leopards, als ob das Zootiere wären. Das ist eine viel zu ernste Angelegenheit, um darüber so umzugehen, als sei das ein Social-Media-Event. Ja, stimmt. Aber natürlich, das ist so ernst, Herr Kollege. Da gebe ich Ihnen recht, denn es sterben tatsächlich tagtäglich viele Menschen in der Ukraine. Und Russland führt diesen wirklich erbarmungslosen Kampf gegen die Ukraine. Und deswegen wäre es wichtig gewesen, dass diese Entscheidung schon viel früher fällt. Die russische Föderation hat sich jetzt regenerieren können. Diese Regeneration haben wir der Ukraine bisher verwehrt. Deswegen muss sie das jetzt sehr schnell nachholen, wahrscheinlich schon während dann die nächste Offensive der Russen sich vollzieht. Insofern geht es hier nicht um sozusagen Social-Media-Diskussionen, sondern es geht tatsächlich ums nackte Überleben. Und deswegen höchste Zeit. Wir haben schon viel, viel, viel Zeit verplempert. Darf ich Sie doch aufmerksam machen, Herr Kollege, dass wir gerade in Rammstein ein Paket von über 1 Milliarde Hilfe für die Ukraine beschlossen haben, dass Deutschland nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine overall ist und was militärische Führung angeht auch, dass wir Geparde geliefert haben, Iris-T, mehrfach Raketenwerfer, all die Dinge, die sehr hilfreich gewesen sind. Die Kritik an Deutschland, wir seien zu langsam, das ist richtig großer Unfug. Wir haben die ganze Zeit unterstützt. Die Waffen sind sehr erfolgreich in der Luftverteidigung. Sie haben ja jetzt eine Weile gesprochen, lassen Sie mich das mal ausführen. Und deswegen ist die Behauptung, Deutschland stünde auf der Bremse, wirklich falsch.
Polnisch. Und wenn Sie mal gucken, die französische Regierung äußert sich anders als die polnische, die im Wahlkampf ist. Also da gibt es auch unterschiedliche Haltungen und keineswegs Deutschland auf der Bremse, sondern im Gegenteil, wir helfen. Jetzt den schwarzen Peter nicht unseren Partnern zuschieben, sondern Fakt ist, dass Scholz beispielsweise bei der Mardern massiv auf der Bremse war. Letztes Jahr sagt er noch, das würde zu einer massiven Verschärfung des Konflikts in der Ukraine führen, deswegen keine Marder in die Ukraine. Dann wurden die Marder beschlossen, dann hieß es nur Marder, kein Leopard, jetzt Leopard. Wir sind ja froh, dass er sozusagen jetzt tatsächlich auf der richtigen Spur ist, aber es war unter anderem, waren Sie das und andere in der SPD, die das über Monate verhindert haben. Herr Stegner, das Schema ist tatsächlich immer gleich, denn diese Leoparden wurden von der Ukraine schon im März vergangenen Jahres gefordert. Und wir haben natürlich immer scheibchenweise geliefert. Hätte man nicht am Anfang des Krieges entscheiden müssen, unterstützen wir die Ukraine oder tun wir es nicht? Und Sie gehören zur Partei Linken in der SPD, die sich natürlich winden muss. Krieg als Option der Politik ist immer ganz schlecht. Aber Ihr Parteivorsitzender war gerade einer der letzten Politiker, der gesagt hat, die Ukraine muss gewinnen. Eine andere Lösung gibt es nicht. Wie soll die Ukraine gewinnen, wenn wir sie nicht unterstützen? Also Entschuldigung, die SPD hat als einzige Fraktion geschlossen zugestimmt. Ich habe da mitgestimmt bei der Entscheidung, die wir getroffen haben, die Ukraine nicht nur politisch, ökonomisch, humanitär, sondern auch militärisch zu unterstützen. Und wir haben das auch die ganze Zeit getan. Aber natürlich hat die Ukraine auch Forderungen gestellt, die nicht erfüllt worden sind. Zum Beispiel Flugverbotszonen, die gewünscht worden sind. Oder der Vize-Außenminister spricht jetzt davon, es sollten Kampfschiffe und Kampfflugzeuge eingesetzt werden. Die NATO will sich nicht beteiligen. Wir haben ja beides immer im Auge zu behalten, dass wir die Ukraine unterstützen, so gut wir das können bei der Selbstverteidigung, aber eben auch dafür sorgen, dass der Krieg begrenzt bleibt. Und die Bevölkerung will das übrigens auch. Ich kenne kein Thema in den letzten 30 Jahren, wo man mehr Zustimmung aus der Bevölkerung bekommt, die sich wünschen, dass wir umsichtig sind und eben nicht nur solche Sprüche machen. Wenn es danach ginge, immer gleich alles zu machen, was irgendjemand fordert, nebenbei bemerkt, so wie Sie das Verteidigungsministerium hinterlassen haben nach 15 Jahren CDU-Führung dort, das ist, finde ich, sehr billig, Verantwortung auszuüben, nicht auf die öffentliche Zustimmung immer gleich zu gucken, sondern sorgfältig zu beraten. Das erwarten die Menschen vom Bundeskanzler, genau das tut. Aber Herr also Ihre Ministerin musste jetzt nach einem Jahr schon die Segel streichen, weil sie den Laden so runtergefahren hat. Diese gegenseitigen Schuldzuweisungen, so, ja. Lassen Sie uns lieber nach vorne schauen. Sie sind im Verteidigungsausschuss, da war gerade der neue Verteidigungsminister auch. 14 Leopard-Panzer, das hört sich jetzt nicht so viel an. Das ist natürlich eine Grundsatzentscheidung. Und das ist es ja bei weitem nicht. Dort ist angekündigt, dass wahrscheinlich noch mehr Panzer folgen müssen. Die Ukrainer haben mindestens 300 gefordert. Und was die Menschen erschreckt ist, es ist vielleicht logisch, aber erschreckt ist, dass aus der Ukraine jetzt gesagt wird, wunderbar, wir brauchen aber für die Küste dringend Schiffe. Und eigentlich wären Flugzeuge auch ganz schön. Wo hört denn das auf? Naja, aus Sicht der Ukraine hört es natürlich da auf, wenn sie den Krieg gewonnen hat. Deswegen habe ich Verständnis, sage ich mal, für Wünsche. Aber klar ist jetzt ist der Weg offen für die Leopard. Die ersten 14 sind zugesagt. Ich bin sicher, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Und es wird jetzt wichtig sein, das, was auch seit Monaten diskutiert wurde, nämlich, dass Deutschland sozusagen tatsächlich organisiert eine Leopardflotte, eine europäische für die Ukraine. Das wird jetzt unsere Aufgabe sein. Auch das haben wir seit Wochen gefordert und Monaten, aber es ist gut, dass es jetzt kommt. Herr Stegner, da gibt es ja zwei Denkschulen. Die eine sagt, wie Lars Klingbeil jetzt neues außenpolitisches Papier vorgestellt, wir müssen Sicherheit gegen Russland organisieren. Ganz klar, Russland ist der Aggressor. Die anderen sagen, Russland ist der Aggressor, dennoch hilft es nichts. Wir müssen mit den Russen irgendwie klarkommen. Das ist so ein bisschen noch so dieses Anknüpfen an die Brandsche Politik. Und vielleicht ist das ja der Weg, wie man eines Tages zu einem Frieden kommt. Nur mit wem will man denn anknüpfen in Moskau? Da hörte ich von Ihrem Fraktionsvorsitzenden immer diplomatische geheime Kanäle. Gibt es da genug Kanäle mit Menschen, die Einfluss haben auf Putin? Es geht ja gar nicht um direkte Verhandlungen mit Russland. Aber es geht zum Beispiel, was die Union hat Kanzler Scholz sehr kritisiert, als er nach Peking gereist ist. Der Effekt war aber, und Joe Biden war eine Woche später da, und da war das genauso, dass der chinesische Präsident erstmals öffentlich die Russen zur Ordnung gerufen hat, hört auf mit den nuklearen Drohungen. Russland hat womöglich mehr Einfluss auf China hat womöglich mehr Einfluss auf Russland als andere das haben. Dass man solche Wege eben auch sucht. Dass man mit den großen anderen Staaten wie Indien, Brasilien und denjenigen redet, die nicht mitgemacht haben bei unseren Sanktionen. Dass sie auch Druck ausüben auf Russland. Dass man solche Dinge auch macht, also diplomatisch auch was, und nicht nur auf die militärische Logik schaut, das ist kluge Politik. Dafür werden wir kritisiert von der Union, aber das zeigt eben, da man nicht weiß, wie das ausgeht. Und man trifft wahnsinnig viele neue Militärexperten. Ich bin keiner. Ich traue mir das Urteil nicht zu. Ich höre nur, dass auch amerikanische Generäle zurückhaltend sich äußern bei der Frage, was militärisch erreichbar ist mit der Anzahl von Panzern. Aber jedenfalls muss man das gesamte Arsenal haben, dass man sowohl diplomatisch als auch militärisch hilft und nicht sich so verengt im Denken.
und in der Sprache. Und deswegen haben wir da einen Dissens darüber. Aber wenn es jetzt heute Konsens in der Frage gibt, also dann ist das gut. Frage. Aber Herren, die Frage ist tatsächlich, Sie haben es angesprochen, die Frage ist tatsächlich nochmal nach dem Ziel. Mit den paar Panzern ist die Frage, ob man die Russen wirklich aus den besetzten Gebieten herausdrängen kann. Das definieren ja viele als Ziel. Und ich glaube, auch Herr Selenskyj wäre durchaus zufrieden, wenn man wenigstens die Grenzen von Januar letzten Jahres wiederherstellen würde. Das ist doch aber mit den paar Panzern gar nicht zu machen. Also ist ganz klar, wir reden eben nicht über 14 Leoparden, die die Wende herbeiführen werden und die Russische Föderation aus dem Land werfen können. Das ist sicherlich Quatsch. Es braucht da eine ganze Menge. Es braucht weitere Anstrengungen. Und der Kollege hat das ja schon beschrieben. Wir liefern ja auch viele andere Dinge, die dazu auch notwendig sind. Aber wir dürfen eben nicht nachlassen, wir dürfen nicht zögern. Wir müssen da das jetzt konsequent fortsetzen. Und das ist dann auch der Punkt, hoffentlich für uns, der Putin dazu bringt, tatsächlich, dass man möglicherweise auch über einen Frieden, einen Vertrag, wie auch immer, reden kann irgendwann. Schauen wir nochmal auf den Bundeskanzler, um den geht es ja auch gleich. Er hat immer gesagt, abgestimmt, hat jetzt, kann sich heute hinstellen und hat gesagt, seht her, ich habe es geschafft, die Amerikaner werden den Abrams liefern. Ich habe jetzt gerade von einem Korrespondenten aus Amerika gehört, die Militärs in Amerika sagen, völliger Unsinn, der Abrams, der da ist, ganz schwer zu bedienen. Aber es scheint ja mehr ein diplomatisches Zeichen des amerikanischen Präsidenten gewesen zu sein, Deutschland da zu unterstützen. Wie lange müssen wir uns eigentlich noch an die Amerikaner ankuscheln? Stellen Sie sich mal vor, in 2 Jahren, die Wahlen in Amerika und da kommt eine andere Administration dran. Oder ich frage es mal anders, hat Scholz eigentlich Misstrauen gegen die Amerikaner, dass im Notfall die NATO-Doktrin nicht greift, wenn die Amerikaner vorher keine Panzer geschickt hätten? Ganz im Gegenteil, die Beziehung zur Administration von Joe Biden ist besser, als es wirklich seit Jahrzehnten buchstäblich gewesen ist zwischen Deutschland und Amerika. Und natürlich müssen wir unsere eigene Verteidigung in die Hand nehmen können, nicht 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sagen, das sollen die Amerikaner für uns erledigen. Deswegen machen wir das ja mit dem Sondervermögen, hat Olaf Scholz angestoßen. Aber dass wir die Amerikaner brauchen, und das ja mit denen zusammenhängt, ist doch gar keine Frage. Was sind die ganzen Leute, die hier dolle Interviews geben und glauben, wir könnten das alleine machen? Wir sollten mal eben mal mit den Franzosen das ankündigen. Das wäre doch großer Unsinn. Ich glaube, Olaf Scholz wird immer noch unterschätzt gelegentlich. Und das Beispiel, dass man sich mit Amerika einigt, zeigt ja auch, dass zwar Kommunikation wichtig ist, aber dann noch wichtiger ist, dass es vertrauliche Gespräche hinter verschlossenen Türen gibt mit Joe Biden, mit Emmanuel Macron, dass man sich verständigt am Ende und dass was Gutes bei rauskam. Denn wir sind nur gemeinsam stark. Wenn das Bündnis nicht zusammenhält, dann ist überhaupt nichts möglich und das geschieht. Und das ist auch das Verdienst des Bundeskanzlers. Aber ist das nicht eine Schwäche auch der Europäer? Zum Beispiel werden jetzt also amerikanische Panzer vielleicht geliefert, Leos jedenfalls. Und dann liefern die Franzosen ihr Modell, die Engländer den Challenger. Das sind ja ganz unterschiedliche Waffensysteme. Das macht es doch kompliziert für die Ukrainer, die daran ausgebildet werden, solche verschiedenen Waffen zu lernen. Also als allererstes würde ich mal sagen, wir sollten die Ukrainer nicht unterschätzen. Das haben wir im Grunde schon von Beginn an des Krieges und sind immer wieder überrascht, welche Kampfkraft sie tatsächlich entwickelt haben und welchen Zusammenhalt und Widerstandsfähigkeit. Im Übrigen ist es so, dass das in jedem Krieg das Problem ist, dass es ganz unterschiedliche Waffensysteme gibt, die man irgendwie zusammenbringen muss. Das ist also auch nicht so richtig neu. Aber es ist natürlich, ist es am besten, man hat eins und die können miteinander kommunizieren und deswegen kommt es eben so auf den Leopard an. Deswegen war das ein Schwerpunkt der Diskussion in den letzten Wochen und Monaten, weil dieser Kampfpanzer der ist, der am meisten verfügbar ist tatsächlich in Europa und deswegen zur Verfügung gestellt werden muss. Was aber aus meiner Sicht vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt ist, eins ist auch klar, wenn wir jetzt 14 Leopard-Panzer aus der Bundeswehr rausnehmen, dann schwächen wir natürlich unsere eigene Landes- und Bündnisverteidigungsfähigkeit. Und deswegen muss so schnell wie möglich nachbeschafft werden. Und wir müssen uns wirklich überlegen, ob wir tatsächlich die wehrtechnische Industrie nicht auffordern, ganz andere Produktionsstraßen aufzubauen, als wir sie aktuell haben, um sozusagen das, was bei uns fehlt, schnell nachliefern zu können und um natürlich auch Weiteres an die Ukraine ranbringen zu können. Ja, das sagt ja auch der Bundeswehrverband. Seit einem Jahr werden Waffen entnommen, jetzt noch sogar Panzer. Da kommt nichts mehr nach. Da hat er völlig recht. Wir haben die 100 Milliarden, da sind erst 8 Milliarden abgeflossen. Was läuft da falsch? Es läuft eben falsch, dass die Bundesregierung bisher sich nicht an das gehalten hat, was wir eigentlich bei den Verhandlungen um das Sondervermögen vereinbart haben, nämlich dass beispielsweise Beschaffung so organisiert wird, dass möglichst schnell beschafft werden kann, dass die 100 Milliarden schnell eingesetzt werden, dass schnell Bestellungen ausgelöst werden. Das ist alles nicht passiert. Ich habe mit der Industrie, mit Vertretern der Industrie gesprochen, die sagen, sie wundern sich, dass seit Monaten beispielsweise beim Thema Munition nicht eine Bestellung ausgelöst wird, obwohl wir jeden
jeden Monat Tonnen an Munition tatsächlich auch an die Ukraine liefern. Hier muss der neue Minister wirklich nacharbeiten, aber ich bin da guter Hoffnung, kann es nur besser machen als seine Vorgängerin. Also vielen Dank, Herr Hahn. Ich rede mit Herrn Stegner noch ein bisschen weiter. Sie stellen ja die erste Frage, deswegen entlasse ich Sie an der Stelle schon mal. Das ist aber schon lustig an der Stelle. Also ich meine, da muss man dann schon Vergangenheit hin oder her sagen, wer sowas hinterlassen hat an Beschaffungschaos im Verteidigungsministerium, nach wirklich 16 Jahren zu Guttenberg, Frau von der Leyen und Herr de Maizière und alle, die da tätig geworden sind, und kommt jetzt nach einem Jahr, wo wir einen Krieg mitten in Europa haben und fängt an, Kritik zu üben am Beschaffungswesen. Also da muss ich wirklich sagen, da nennt der eine den anderen, eine Esel den anderen. Es ging ja auch ums Volumen. Am 27. Februar hat der Kanzler eine Zeitenwende verkündet, auch für die SPD. Denn die SPD hat sich ja jahrelang gegen das 2%-Ziel gestemmt. Und jetzt hat der Vorsitzende in seinem außenpolitischen Papier das nochmal klar fixiert. Übrigens damals vom Verteidigungsminister Peter Stuck genehmigt, vom Außenminister Steinmeier unterschrieben. Das hat die SPD nie gejuckt. Da in dieser Fraktion waren sie lange Jahre und haben immer gesagt, unvorstellbar 2% für die Verteidigung. Haben wir in einer anderen Welt gelebt? Haben wir uns was vorgemacht, was die Ziele des Russen angeht? Man muss doch eines sehen, das war doch nicht nur mangelndes Geld bei der Bundeswehr, sondern das war doch teilweise Missmanagement, Beschaffungschaos, keine guten Verhältnisse, was die Bürokratie angeht. Und darüber muss man ehrlich reden. Mhm. Und jetzt der Rüstungsindustrie alle Wünsche von den Augen abzulesen, ist auch nicht die richtige Lösung. Sondern das Parlament wird sehr viel schärfer hingucken müssen, damit das effizient passiert. Und das Sondervermögen, nochmal Vorschlag Olaf Scholz, SPD, das werden wir umsetzen. Also insofern sollten die nicht so viel Kritik üben, sondern ein bisschen sich in Demut üben, was das Thema angeht. Und wir müssen zusammen dafür sorgen, dass das Notwendige zur Verfügung gestellt wird. Ich will aber auch eins sagen, weil Sie das Thema ansprechen. Wir werden nicht allgemeine Aufrüstungsrunden machen können. Wenn wir das machen, werden wir die Weltprobleme nicht lösen, von denen wir viele haben, vom Klimaschutz bis zur Wanderungsbewegung. Herr Stegner, herzlichen Dank. Ich habe es gehört. Sie auch, meine Damen und Herren. Jetzt geht's los mit der Befragung des Bundeskanzlers. Ich gebe rein.